hergerichtet habe. Ich mache mal kurz eine Pause. Da gibt es hier kleine Geschichte zum Beispiel. Und da möchte ich euch ein tolles Buch vorstellen. Das hat mich gefesselt. Und beim kurzen Zwischenstopp. Pedale knarzen auch nicht mehr. Ich habe jetzt andere Käfige dort. Die Riebchen knistern. Also, bis gleich. Ihr werdet es nicht glauben, oder ihr werdet es schon glauben, ich war jetzt mit meinem Colnago C50 Carbonrad unterwegs. Es ist 10 Jahre, 11 Jahre alt. Habe ich Gebrauch gekauft und im Vergleich zu dem Stahlrenner, da merkt man jetzt, was sich im Radbau getan hat. Die Räder haben zwar nicht den Charme von damals, aber laufen um ein Vielfaches besser in jeder Art und Weise. Schaltung, Bremsen, bergauf, Verwindungssteifigkeit. Das merkt man dann erst wieder, wenn man auf seinem Oldtimer unterwegs ist. Und da muss man natürlich so alten Radsportlegenden wie Eddie Merckx, Fausto Coppi, Philippe Gimondi und vielen anderen, Rudi Altig, Respekt zollen. Und was für Material, die damals die Tour und den Giro und Straßenweltmeisterschaften gefahren sind. Wahnsinn! Ich mache gerade eine kleine Trainingsausfahrt mit meinem frisch restaurierten Peugeot. Und bei der Gelegenheit will ich euch ein Buch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und zwar geht es um eine Biografie. Biografie von Fausto Coppi, italienische Radsportlegende. Und ich habe jetzt gerade mal 2 Minuten Zeit, weil der Bartali ist wieder mal hinter mir. Dann werde ich euch das Buch kurz vorstellen. Geschrieben hat es ein Walter Lemke aus München. Der Mann ist jetzt gut in den 80ern. Der hat Fausto Coppi noch persönlich kennengelernt, kennt seine Familie, besucht jedes Jahr sein Grab und ist der absolute Kenner der Fausto Coppi Biografie. Das ist ein dickes, ziemlich dickes Ding. Das solltet ihr euch mal anschauen. Sehr interessant. Ich sehe die Narbe manchmal. Ich habe das Buch dann zufällig bekommen. Ist ja nicht so oft im Handel. Die Auflage, wie groß die ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schildert es die Härten des Radsports der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre. Es war brutal. Das Material war noch nicht so weit. Die Straßen waren schlecht. Die Touren waren schlecht organisiert. Auch Fausto Coppi hat es mehrfach getroffen mit schwersten Verletzungen. Sein Bruder ist gestorben bei einem Sturz. Unbedingt mal lesen, wenn er euch für Radsport interessiert. So, jetzt muss ich heim. Ich muss noch grillen. Ist Sonntag. Ich werde mich mit meinem Stahlross jetzt noch einen Berg hochplagen. Die Hälfte der Strecke habe ich. Also, bis zum nächsten Mal.